Herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Ja, wir sind hier angekommen, in diesem Ort hier, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe. Wir haben Krovik getroffen und uns werden sich gleich ein paar anschließen. Und wir werden den Ort verlassen und weiter gegen Grofheim ziehen. Grofheim ist noch ein paar Tagesreisen entfernt, stellt Krummr fest. Aber der Weg durch die Einöde war schlimmer, schätze ich. Wenn ihr irgendwo sicher vor den Wütern seid, dann dort. Ihr stehlt euch für einen weiteren langen Marsch. Halb Würmsee schließt sich euch an. Genau, in Würmsee waren wir. Das heißt, wir kriegen jetzt 62 Wahl dazu und 20 Vorräte. Die Moral ist nur noch durchschnittlich. Hier steht auch der englische Name, Würmtoe. Ehrlich. Ein Mann und eine Frau nähern sich der Karawane mit erhobenen Händen. Sie sind sehr mager. Auf ein Wort, Freunde, sagt der Mann. Wir sind arme Bauern, vom Pech verfolgt. Die Frau gibt ihm einen Knuff und sagt, wir sind Gesetzlose, ganz einfach. 10 sind wir und helfen euch im Kampf, wenn ihr uns etwas zu essen gebt. Was habt ihr verbrochen? Es hat Missverständnisse gegeben, sagt der Mann. Metschenken sind verwirrend. Man weiß nie, wann man genug getrunken hat. Die Frau knufft ihn wieder. Sie haben gestohlen und im Notfall auch getötet. Solche Fähigkeiten könnten euch hier draußen nützlich sein. Nee, ich glaube, das ist mir zu riskant, jetzt Gesetzlose mitzunehmen. Wer weiß, was die hier noch wieder für Blödsinn machen. Wir schicken sie weg. Wir sind viel mehr als... Der Mann bricht ab, als die Frau ihn anfunkelt. Er nickt und sie schlurfen still von dann. Erst als ihr das Lager aufschlagt, bemerkt ihr, dass euch ein paar Vorräte fehlen. Ja. Wusst es doch. Ganze Tagesration weg und das Essen wird wieder knapp. Die Moral sinkt weiterhin. Wir haben kein Ansehen mehr. Ist echt bitter gerade. Ein Kundschafter kehrt mit einem fast erfrorenen Kind zurück. Ich bin im Schnee beinahe auf sie draufgetreten. Sie ist wohl vor irgendetwas weggelaufen. Blaue Flecken sprenkeln ihre blasse Haut, aber ihre Brust hebt und senkt sich ganz zart. In diesem Zustand könnte es sogar tödlich sein, wenn sie nicht getragen wird, oh, sagt eine Frau. Wir könnten hier eine Gefahr sein. Hier in Gefahr sein, wirft eine andere ein. Ja, was machen wir? Rasten wir einen Tag? Wenn rasten müssen wir eh. Ja, das machen wir. Die Zelte werden errichtet, ein Feuer wird entfacht und das Mädchen wird in Felle gewickelt und daneben gelegt. Es dauert lange, aber dann ist sie kräftig genug, um Wasser und schließlich heiße Brühe zu trinken. Als du am nächsten Tag erwachst, sagt dir eine Heilerin, dass das Mädchen sich wohl erholen wird. Die Moral steigt. Das wollte ich. Natürlich haben wir aber auch natürlich wieder Vorräte dadurch verloren. Hier ist irgendwas. Nicht unbedingt was zu essen. Wo kommen wir an? Wieder ein Götterstein. Der Götterstein von Marek kommt in Sicht, in den ein großes Meerestier hineingemeißelt ist. Aus dem Schnee ragen gezackte Steine wie Haifischflossen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass die Nordfelling-Einöde einst ein riesiger See war, den der Götterstein überragte. Ein Segen! Ruft ein Mann aus eurer Karawane und hält etwas hoch, was wie eine Silbermünze aussieht. Das ist eine Fischschuppe, erklärt er und zeigt auf das Regenbogenmuster, das im Sonnenlicht funkelt. Bald hat ein aufmerksames Kind eine weitere Schuppe im Schnee entdeckt. Dann wird eine dritte gesichtet. Das ist gut für die Moral. Vielleicht bringen sie uns Glück, hörst du. Nicht lange und die Karawane ist ganz besessen davon, weitere Schuppen zu finden. Wir werden der Karawane angemessene Zeit lassen. Als du erwachst und die Leute noch immer in Schnee und Unterholz stöbern, forderst du sie auf, damit Schluss zu machen. Wir können nicht noch einen Tag hier verbringen, sagst du ihnen. Freuen wir uns über das Glück, das wir gefunden haben und brechen wir auf, ehe es uns verlässt. Die Leute jammern und klagen, aber schließlich seid ihr wieder unterwegs. Die Moral fällt weiter. Wir verlassen diesen Ort
und ziehen wir von dannen. Die Moral wird schlecht. Noch schwache Moral. Ich habe aber jetzt auch, wir haben keine Vorräte mehr zum Rasten. Otleif ruft dich grinsend zu sich. Da steht eine Reihe Frauen verschiedenen Alters mit Bögen vor einer Baumreihe in einiger Entfernung. Sie schießen und sind bemerkenswert zielsicher. Ich glaube, die können ein paar Wüter spicken. Eine Frau hat noch nicht geschossen. Sie steht vollkommen still. Die anderen sehen zu. Als sich gerade der Wind dreht, lässt sie los und ihr Pfeil trifft keinen der Bäume, sondern einen Schneehasen. Abendessen, sagt sie lächelnd. Die Karawane, da nähert sich eine Gruppe von Männern aus der Karawane. Hört mal, sagt einer. Ihr könnt üben, so viel ihr wollt, aber gegen Wüter kämpft meine Frau nicht. Die anderen pflichten ihm im Chor bei. Wir wollen keine Schlacht, kein Schlachtfeld voller toter Frauen und Töchter. Wir machen uns für die Frauen als Kämpferin stark. Die Männer streiten noch eine Weile, geben dann aber nach. Danke, meint Otleif. Um ehrlich zu sein, das war schwieriger, als ich gedacht hatte. Aber je mehr Leute sich ihrer Haut erwehren können, desto besser. Die Frauen kehren nicht nur als Clanmitglieder zurück, sondern als Kämpferinnen. Wir kriegen 25 Kämpfer dazu. Die Moral ist wieder gestiegen. Das ist wichtig. Wir verlieren 35 Clanmitglieder, gut, weil sie ja Kämpfer sind. Plötzlich und ohne Vorwarnung setzt der Schneefall ein und wird rasch dichter, bis man seinen Vordermann nicht mehr sehen kann. Du rufst, dass alles anhalten soll, aber der heulende Wind übertönt dich. Es vergeht ein Tag, bis der Schneesturm endlich nachlässt und man in den Schneewehen wieder einzelne Leute ausmachen kann. Rasch zeigt sich, dass ihr nicht mehr vollständig seid. Bei einer raschen Suche in der Umgebung werden nicht alle fehlenden Clanmitglieder gefunden. Ja, was machen wir da? Ein Leuchtfeuer entzünden und darauf warten, dass die Vermissten zurückkehren oder Freiwillige die nähere Umgebung absuchen lassen, aber die gehen wahrscheinlich verloren. Wir machen das Leuchtfeuer. Sammelt alles, was sich verbrennen lässt, rufst du den Leuten zu. Wir warten, dass die Vermissten uns finden. Leider könnt ihr kaum trockenes Holz zusammentragen und das Feuer kommt auch nicht recht in Gang. Schließlich wird euch klar, dass niemand mehr kommen wird und ihr macht euch wieder auf den Weg. Schade. Wir haben schlechte Moral, verlieren 32 Clanmitglieder und haben nur noch Vorräte für einen Tag. Das ist ein bisschen die Frage, ne? Was passiert, wenn die Moral katastrophal ist? Was passiert, wenn wir kein Essen mehr haben? Ihr hört ein Pfeifen im Wind und seht weit voraus. Eine lange Reihe von Wahl, die auf euch zukommen. Hinter ihnen wogt ein Schwarm Wüter und eine Spur aus Leichen führt in die Ferne. Runter da, bellt Krumm. Tja, gleich haben wir kein Essen mehr. Ich könnte jetzt rasten, aber das bringt ja auch nichts. Lasst nicht zu, dass sie sich verteilen, ruft der Anführer der Wahl, als ihr euch dem Schlachtfeld nähert. Bald bereust du fast, dass du mit ihnen kämpfst, da die Anzahl der Gegner einfach überwältigend erscheint. Das Schlachtfeld ist voller Reihen von Wütern, mit gezogenen Waffen. Ein Kampf scheint unausweichlich. Rasch überschlägst du, wie viele es sind. Offenbar nicht weniger als 118. Das ist viel. Rückzug. Lauft. Die Karawanen und Krieger treten eilig den Rückzug an. Du hörst bereits die verzweifelten Schlachtrufe derer, die zurückgefallen sind. Wir verlieren 11 Kämpfer und 7 Wahl. Kein Ansehen. Vielleicht hätten wir doch kämpfen müssen. Ah, schwierig. Das ist doch wirklich seltsam. Ich werde zum zweiten Mal losgeschickt, um einen Wal zu finden, der mit Menschen im Schlepptau zu mir unterwegs ist. Was machen denn Wüter hier oben? Götter, weiß denn keiner, was hier los ist? Sie haben Grofheim dem Erdboden gleichgemacht. Wir verlieren seit Tagen an Boden. Jurund ist jetzt in einer Toft. Sie haben mich geschickt, um Krumm und den Rest aus Würmsee zu holen. Plötzlich sind wir diesen Schlacken in die Arme gelaufen. Und wo die herkamen, da gibt es noch viele. Das sind alles... Sind das alle Wahl, die du noch hast, Krumm? Was habt ihr gemacht? Euch gegenseitig aufgefressen? Es sind viele nach Blotzbalk gegangen. Du meinst, Grofheim ist einfach weg? Und Wognir ist tot. Die Schlacken sind uns auf den Fersen. Die Wahl, die ihr hier nach Norden geschickt habt, dürften verloren sein. Das Ende der Welt. Na komm, das wissen wir doch schon. Wir sammeln uns in einer Toft. Dahin müssen wir jetzt gehen. Warte. Fasold wirft einen langen Blick auf die Karawane hinter dir, auf Männer, Frauen, Kinder. Sie nicht.
Was soll das heißen? Sie nicht. Menschen haben in Einatoft nichts verloren, solange sie keine Könige oder Magier sind. Wir haben jetzt keine Zeit für diese Diskussion. Verdammt, Farsold, wen kümmert denn das? Was zum Abgrund ist in Grofheim geschehen? Bevor Farsold antworten kann, ertönt ein tiefes Grollen, das rasch lauter wird. Grofheim ist zwar nicht in Sichtweite, aber trotzdem wenden sich alle in diese Richtung, als das Grollen sich in ohrenbetäubendes Krachen und Bersten verwandelt. Es kommt näher. Los, ruft Farsold und startet Richtung Einatoft. Und nicht vor Hardbrock erhalten halten. Okay, wir haben keine Anzeige mehr, das ist ganz gut. Frag mich, kann man hier eigentlich ein Game Over hinkriegen? Oh, was ist das? Was ist das? Der Berg bewegt sich. Was ist hier los? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die Moral ist gestiegen. Sind das die Überreste von Grofheim? Oder nur ein weiterer Götterstein, der bewacht wird? Unsere Vorräte sind leer. Nach drei fürchterlichen Tagen des Zitterns erreicht ihr den Götterstein von Hardborg samt zahlreichen Wahl, die wissen wollen, was vorgeht. Andere setzen provisorische Verteidigungen um den Götterstein von Hardborg, dem Schöpfer der Wahlen, ans Werk. Warte, keucht Farsold mühsam, wir müssen reden. Ihr steht also noch. Naja, die meisten jedenfalls. Ruht euch aus, dann zieht weiter. Es ist gerade ein Berg im Boden versunken und da draußen ist irgendwas und ihr schickt uns einfach weg. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr geht nicht nach Einatoft. Hier sind ein paar hundert Wahl, die dafür sorgen werden. Und wo sollen wir dann hingehen? Dahin, wo wir hergekommen sind? Wir sitzen zwischen zwei Gebirgszügen fest. In der einen Richtung warten mehrere tausend Wahl auf uns, in der anderen eine Armee von Wütern und das, was das Beben ausgelöst hat. Einatoft ist eine Wahlstadt, das sollte ein Wahl doch wissen. Hör schon auf, Farsold. Merkst du nicht, mit wem du sprichst? Farsold sieht plötzlich sehr überrascht aus. Die anderen Wahl kommen jetzt näher heran. Du hörst, wie der Name Ingvar geflüstert wird. Das dürfte wohl die Person sein, die ihr am ehesten nach Einatoft lassen solltet. Die Menschen kommen mit mir. Allesamt. Farsold blickt zwischen Iva und Krumm hin und her, dann schiebt er sich durch die neugierigen Zuschauer und stapft davon. Iva, wer bist du? Ein andermal, Grog. Den restlichen Tag überholt ihr euch. Wahl kommen und gehen in Gruppen. Die meisten Gespräche kreisen um das Erdbeben, das Berge hat versinken lassen, und um die Wüter, die unterwegs sind. Du hörst Gerüchte über eine riesige Erdspalte, die sich aufgetan hat. Wir werden den Götterstein inspizieren. Das steigt die Moral, oder steigert die Moral. Über Hardborg weißt du nur, dass er ein Jünger der Webmutter war und unter ihrer Anleitung das Erschaffen lernte. Er schuf einige Tiere, langweilte sich dann aber und begann, Menschen und Tiere zu kombinieren. Dabei entstanden die Wahl. Das sagt jedenfalls der Mythos. Sicher ist, dass jeder der heutigen Wahl von Hardborg erschaffen wurde und nun ist der Gott tot. Die Wahl hier gehören zu den letzten, die es geben wird. Eine tiefe Traurigkeit überkommt dich. Krumm ist schon hier. Es ist gut, Respekt zu zollen, sagt er und ihr steht beide schweigend da. Gib dieses hier Ingvar, meint er dann, als er sich zum Gehen wendet. Er hat ihm eins gehört und der sture Bock weigert sich, ihn zurückzunehmen. Krumm hat einen massiven beschlagenen Gürtel in der Hand. Plötzlich herrscht rege Betriebsamkeit. Es wird die Losung ausgegeben, ins nächste Dorf zu ziehen und bald siehst du den Grund.
Aus Richtung Grofheim, wo das Beben oder die Ursache des Bebens Berge eingeebnet hat, kommt ein schwarzer Schatten durchs Tal. Bei näherem Hinsehen entpuppt er sich als endloses Meer von Wütern. So viele hättest du nie für möglich gehalten. In ihrer Mitte geht ein Riese von Wüter von oben bis unten blutrot. Du beeilst dich, deine Sachen einzusammeln und lässt gemeinsam mit vielen Wahl den Götterstein zurück. Wir haben 20 Vorräte und einen neuen Gegenstand. Jawohl. Die erstickten Schreie einer Frau erschrecken ausnahmsweise niemanden. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Schwangere niederkommen würde. Die Karawane ist vielmehr begeistert wegen diesem ersten neuen Leben seit Beginn der Reise. Ja, was machen wir? Wir haben nicht so viel. Wir werden den frisch gebackenen Eltern privat gratulieren. Du bahnst dir diskret einen Weg zwischen den fröhlichen Leuten hindurch zum Zelt der Familie. Dort gratulierst du den Eltern herzlich. Du nimmst den kleinen Jungen in Augenschein und lobst, wie kräftig er aussieht. Die Mutter weint, der Vater dankt dir wiederholt. Die Moral steigt. Und wir bekommen 5 Ansehen. Jawohl. Die Moral fällt wieder. Ist das hier irgendetwas? Ja, das ist etwas. Iva sagt dir, wir können nicht lange hier bleiben. Es dauert 3 Tage, den Bura-Pass zu überqueren, also sollten wir genug Vorräte mitnehmen. Wenn wir aufbrechen, gibt es kein Zurück mehr. Dann geht er los, um mit den anderen Wahl über die Verteidigung zu sprechen. Vater, Alette taucht an deiner Seite auf. Ich mochte den alten Iva. Diffus spürst du, dass du ihn auch mochtest. Du konzentrierst dich stattdessen auf Vorbereitungen. Immerhin seid ihr möglicherweise die ersten Menschen, die Eindertoft betreten. Wir gucken uns mal auf dem Markt um. Wir haben jetzt immerhin wieder 6 Ansehen bekommen und wir sollten uns dringend mit Vorräten eindecken. Ich glaube, ja, 6 Tage. Was anderes können wir gar nicht machen. Hilft ja nichts. Irgendwie müssen wir ja jetzt nach Eindertoft kommen. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, Eindertoft ist gar nicht mehr so weit weg. Hier ist der Bura-Pass und wir können nicht lange hier bleiben, haben wir gesagt. Eindertoft, Heimat des ersten Wahlkönigs. Einer, der sein Reich in die Flanken des Bratterbreck und des Würmschuppgebirges schlug. Die in den Fels gehauene Wahlfestung übertrifft nur die größten Errungenschaften des Nordens nicht. Ja, würde ich sagen, ziehen wir weiter. Rasten auch gar nicht erst, oder? Nee, wir ziehen weiter. Keine Zeit. Mit Vorräten haben wir uns eingedeckt. Das passt also. Sicher ist sicher. We approach a city that only Varl have seen and cross a bridge that only Varl could build. Let us hope that we are the only unwelcome visitors to pass. Eindertoft, gleich sind wir da. Was wird uns in Eindertoft erwarten? Das sehen wir nach diesem imposanten Einmarsch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.